Hallo Freunde, ich habe euch ja schon in der letzten Folge angekündigt, dass anderthalb Folgen leider stumm geschehen sind. Und guck mal, der kleine Fluss da drüben sieht aus wie ein kleiner Kristall. Und die Bäume sehen aus wie Fäuste, die so auf den Boden gedrückt sind. Oder wie sehr, sehr kleine Knubbelfinger, so wie meine Hände. Die haben auch sehr, sehr kleine Kinderknubbelfinger. Und ich habe mir heute so einen ekligen Nagel abgebrochen, dass es aussieht wie so ein Kuchenzahn, den der jetzt einzeln noch hier an der Seite hat. Den wollte ich erst schon abschneiden, habe ich aber vergessen. Kann Kupfererz nicht einfügen. Inventar ist voll. Okay, was ich euch aber eigentlich erzählen wollte, statt wie macht man Rouladen? Und was habe ich euch noch erzählt in der letzten Folge? Ach, Schulsystem in Deutschland oder in der Gegend, in der ich groß geworden bin, zumindest von Deutschland. Muss er immer erst eine gerade Strecke bauen, bevor er dann aus der geraden Strecke eine Kurve bauen kann? Das ist ja mega eigenartig. Und warum staut sich der Kram dort? Meine Mutter schreibt mir übrigens gerade, dass sie Kekse backt und sie macht immer selber so Schokokrossis aus Mandelsplittern, die sie vorher im Ofen vorröstet. Und ich glaube, sie kauft aber Mandelsplitter in der Tüte. Ganz normale einfach nur. Die könnte man auch nehmen, um Kuchen zu dekorieren und so. Oder wahrscheinlich auch Kekse. Und die nimmt sie, breitet sie aus einem offenen Blech aus, haut die in den Ofen. Ich weiß gar nicht, ob man da Öl drüber macht oder so. Keine Ahnung, kann ich euch jetzt nicht sagen. Müsste ich meine Mutter mal fragen. Und dann röstet sie die in den Ofen vor und dann schmilzt sie gleichzeitig eine Schokoladenmasse. Haut da diese ganzen Mandelsplitter rein und dann fischt sie die mit zwei Löffeln so wieder raus und macht die wie kleine Kackhaufen auf dem Blech mit, wie heißt es denn, mit Silberpapier ausgelegt. Und dann sind das so wie Schokokrossis. Aber mit Zartbitterschokolade, sodass wir die halt auch essen können. Voll lecker. Ich schreibe doch gerade, hoffentlich sind am 25. noch welche übrig. Was soll das denn heißen? Wir sind nämlich erst am 25. zu Weihnachten eingeladen. Heute haben wir den 21. Dezember, wenn mich nicht alles täuscht. Ach ja, hier unten steht ja das Datum, ich Vollidiot. Wir haben den 21. Dezember, als ich das Ganze hier drüber synchronisiere, als Christian das aufgenommen hat. Boah, das ist bestimmt schon eine Woche her. Da habe ich irgendeinen Samstag, habe ich da die Rouladen gemacht. War das letzten Samstag? Also nicht der, der jetzt gerade war, weil wir haben Dienstag, den 21.12. Ich habe einen Tag Urlaub, Leute, ne? Also gestern war mein erster Tag und ich habe komplett alles zwischen Raum und Zeit vergessen. Was für, wie viele Tage hat eine Woche nochmal? Oh Gott, oh Gott. Ich genieße es aber sehr. Ich habe 3 Wochen Urlaub. Ich muss erst am 10. Januar wieder arbeiten. Und ich habe, oder wir haben am 16. Januar dann die Booster-Impfung. Ich bin gespannt, was das mit mir anrichten wird. Mein Vater ist gestern, den hat es aus den Latschen gehauen. Die hatten auch ihre Booster-Impfung. Oh, da bin ich anscheinend gerade wieder ins Zimmer gekommen, oder? Er hat gerade zur Tür geschaut. Was auch immer. Vielleicht habe ich da gerade gesagt, das Essen ist fertig, habe ich gesagt. Ich weiß auch gar nicht, ob er die zweite Folge aufgenommen hat, während ich noch gekocht habe. Oder nachdem ich gekocht habe und als wir schon gegessen haben, keine Ahnung. Kann man diesen Kackbaumstamm nicht wegmachen? Ach doch, es geht. Gut. Das hätte jetzt, die Symmetrie in meinem Auge hätte es kaputt gemacht. Oh, oh, da ist eine Kurve drin. Sehr gut gehandelt. Ja. Wie die aber auch laufen, so tschip, 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 tschip. Die in ekelhaften Panzern und Spuckesäcken da. Naja. Was ich euch eigentlich erzählen wollte, so ein bisschen den Fortschritt vom Haus und dem ganzen Krimskrams. Wir haben, oder fangen wir mal damit an, was Christian gemacht hat, auch wenn ich euch da fachlich nicht ganz so wirklich erzählen kann, was es war. Aber ich kann euch sagen, er ist unten im Erdgeschoss. Dort haben wir ja, oder dort hatte die Vorbesitzerin ein Badezimmer, was sehr, sehr eng und klein war. Da war ein Waschbecken drin und eine Badewanne. Und der Ursprungsplan war, das rauszureißen und dort eine begehbare Dusche reinzumachen. Fakt ist aber, dass wir das Ganze wahrscheinlich jetzt noch ummöblieren werden und die Dusche wo ganz anders hinkommt. Sodass das vielleicht einfach eine Kammer wird, wo man, weiß ich nicht, seinen Staubsauger abstellt oder so, obwohl ich das eigentlich im Hauswirtschaftsraum haben wollte. Aber in dem Hauswirtschaftsraum sollen halt auch gleichzeitig die Hasen eventuell reinkommen. Die Hasen dort könnte man aber auch in diesen Raum verfrachten, weil dieser hat auch ein Fenster, allerdings zum Hauswirtschaftsraum, sodass sie quasi indirekt Licht bekommen, also kein direktes Fenster haben, sondern nebenbei.
Sie sollen ja den ganzen Frühling, Sommer, Herbst, je nachdem, wann es halt kalt wird, dann draußen ihr Hasenhaus bekommen. Und bloß, weil ich halt so ein Schisser bin, dann in der Nacht kommen sie rein und haben dann drin ihr kleines eigenes Hasenzimmer, in dem sie rummümmeln können und leben können. Und im Winter sollen sie halt auch drin sein. Sie waren halt schon immer drin, seitdem ich sie damals geholt habe. 2018 müsste das gewesen sein. Oder 17? Nee, 18, glaube ich, war das. Und, oder? 17, 18? Ich weiß es gerade echt nicht mehr, ne? Und sie haben halt nie, soweit ich das zumindest weiß, die Kälte des menschlichen Herzens erfahren. Doch die haben sie erfahren. Deswegen habe ich sie ja abgeholt. Aber es waren ja keine Zuchttiere oder irgendwie sowas, sondern genauso wie Minka. Ausgesetzte Tiere, die. Warum lässt er sich töten? Hat er das mit Absicht gemacht? Also offensichtlich. Ich meine, er ist ja einfach direkt reingefahren. Du bist gestorben. Warum hat er es gemacht? Oh, dort unten, dieses atmende Ding mit den Löchern, ne? Da gibt's doch diese Phobie, die man hat mit diesem Löcherkram. Und da gibt's doch diese eine Pflanze. Oh, ist die ekelhaft. Die gibt's meistens nur in getrockneter Form. Die hat auch so viele Pflanzen und hat oben so wie so eine Wölbung, wie so ein Dom als Kopf, sag ich mal. Ich weiß gar nicht, was das für eine Pflanze ist. Ich glaube, ich habe die auch noch nie gesehen, wenn sie blüht, sondern immer nur diese getrocknete Form. Ist die gruselig und eklig. Boah. Oder diese widerlichen Bilder, die es im Internet gibt, wo dann irgendwelche Hände so durchlöchert sind und dann gucken dann irgendwelche Würmer da draus. Oh. Ich habe auch mal eine richtig widerliche Story gehört, wo eine Frau gesagt hat, ich weiß gar nicht, oh, da habe ich noch Fernsehen geguckt, das ist so lange kenne ich die Geschichte schon. Die war irgendwie in Australien, keine Ahnung, im Urlaub oder so, und hat sich dort die Rübe gestoßen an irgendeiner Ecke. Und da tat das halt auch voll weh, und weil es hat sich ja den Kopf gestoßen und so, und dann ist sie irgendwann wieder nach Hause gefahren. Und als sie zu Hause war, hat diese Stelle halt übelst gejuckt und tat halt trotzdem weh. Und dann hat sie, bei ihrer Mutter war sie dann, und hat halt irgendwann zur Mutter gesagt, hier, guck mal an meinen Nischel, ich hab dort irgendwas. Und dann hat die Mutter geguckt, und dann hat sie ein Loch gehabt an der Stelle am Kopf. Und aus diesem Loch wurde die Mutter angeguckt von irgendwas Widerlichem. Ich habe beim Hören der Story schon fast gekotzt. Und rausgestellt hat sich, dass da sich, glaube ich, irgend so ein Spinnding oder ein Wurmding, irgendein Insektenteil, hat sich in ihrem Kopf eingenistet und dort irgendwelches Gewebe gefressen. Und, oh, die Vorstellung davon, ich würde mir den Kopf freiwillig abschneiden vor Angst. Oh, so ekelhaft. Naja, kommen wir zurück zu unserem Haus, wo ich mir Gott sei Dank noch nicht den Kopf gestoßen habe. Und ich hoffe, das passiert auch noch nicht. Oder nie, um Gottes Willen. Dieses Badezimmer, da hat Christian alles rausgerissen, weil das ist auch eine alte kaputte Badewanne gewesen, die sich dort drin befunden hat. Und außerdem hat der Vorbesitzer, der ja leider verstorben ist, dort die Leitung sehr, sehr eigenartig verlegt, die ganzen Stromleitungen und den ganzen Kram. Da sind teilweise richtig heiß laufende Verteiler, nenne ich es jetzt mal, oder so Steckdosensachen, liegen hinter Holz, weil es ja ein altes Fachwerkgebäude, ne? Liegen hinter dem Holz versteckt. So dass man halt, also wenn die irgendwie überlastet werden, dann brennt uns die Hülle ab und so. Und mein Vater ist ja Elektriker, also hat Christian alles aufgerissen, die ganzen Wände, die der Vorbesitzer da künstlich teilweise reingezogen hat. Man hat das Gefühl, die haben in dem Haus so Tetris gebaut mit Räumen und haben so Räume und Schränke und sowas erstellt, wo gar nicht die Möglichkeit vorher war, dass sowas existieren könnte. Die haben quasi Löcher in Wände geschlagen, um dort Schränke reinzumachen, um Platz zu sparen wahrscheinlich, was an manchen Stellen echt cool aussieht und an manchen ein bisschen eigenartig ist. Aber na gut. Ja, und Christian hat jetzt das ganze Material dort rausgerissen, die Badewanne, das Waschbecken, die Wände. Ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, weil das sind Bretter, die vor Bretter genagelt sind. Und der Raum ist jetzt vollkommen leer, den Fußboden will er dort noch rausmeißeln. Und da sollte ja, wie schon gesagt, ursprünglich die Dusche rein. Ich habe jetzt noch eine weitere Idee, was man dort machen könnte. Die Dusche soll ja da nicht mehr rein, die soll jetzt in das Badewannenzimmer. Aber liebe Leute, falls euch das so ein bisschen näher interessiert, ich habe eigentlich vor, in den Sims das Haus so ein bisschen nachzubauen. Auch für mich, weil ich auch endlich mal meine Ideen aus dem Kopf kriegen möchte, wie ich das Haus gestalten möchte mit den einzelnen Räumlichkeiten. Und dass wir das mit Christian eventuell auch noch ummodeln können und das Ganze mal in lebend, sage ich mal, sehen. Und wenn ich ganz viel Langeweile habe, dann mache ich vielleicht auch noch Christian und mich als Sims-Figuren. Habe ich auch Bock drauf. Ja. Und wir leben dann in dem Haus. So. Und, da können wir auch ein Kind machen. Und dann sehen wir, da haben wir so ein Foreshadowing, wie unser Kind aussehen wird. Ist das nicht krass? Krass wäre es, wenn es auch rote Haare hätte. Dann ist die Farbe durch meine Kopfhaut in meinen Uterus gesickert oder so. Naja, wie dem auch sei.
Genau. Und da hat Christian das Bad halt rausgerissen mit dem Kram. Mein Vater ist in der Zeit rumgegangen, hat so ein bisschen Steckdosen hier kontrolliert, Schlösser da gemacht und so ein bisschen kleinen Arbeiten, sage ich jetzt mal, die nebenbei aber trotzdem gemacht werden müssen. Und ich habe Tapete abgerissen. Ich bin einfach durch ein paar Zimmer durchberserkert und habe da Sachen abgerissen. Im Flur ging das, ein Traum war das, Leute. Man konnte an der linken Wand anfassen und du hast dich quasi einmal im Kreis gedreht und die Tapete des kompletten Flurs war um dich rumgewickelt. An manchen Stellen war es trotzdem ein bisschen arschig, weil dort so eine weiße Unterschicht an der Tapete dran war. Und diese Unterschicht, die ist an der Steinmauer, sage ich jetzt mal, hängen geblieben. Da muss ich mit dem Spachtel nochmal hinterher, beziehungsweise an manchen Stellen muss ich es auch nochmal, würde ich denken zumindest, muss ich Christian mal fragen. Weil ich das gern tapeziert haben möchte im Flur. Ihr könnt ja mal gucken, falls euch das überhaupt interessiert, der Hauskrimskrams. Dann irgendwann demnächst kommt jetzt das Sims-Ding raus oder, naja, nicht jetzt, aber es wird wahrscheinlich erst Anfang nächsten Jahres sein oder so. Muss mal gucken, wie die Planung ist. Wartet mal, ich kann eigentlich jetzt hier rausklicken, weil ich nehme ja nicht auf. Also ich nehme schon auf, aber nur den Ton. Wie ist denn die Planung? Planung. Wartet mal, ich muss mal die Datei hier dafür aufmachen. Und zwar wollte ich das gern entweder vor oder hinter Unpacking machen. Aber ich sehe gerade, Unpacking geht bis Ende Februar. Ne, dann dauert es vielleicht noch eine ganze Weile, bis ihr die Sims-Video seht, falls ich es überhaupt raushauen sollte oder so. Ich habe ja schon mal irgendwann gefragt, ob ihr es sehen wollt. Und da kam halt nur von Tristan Feedback und der war halt nicht begeistert. Hat gesagt, nee, lass mal stecken, wir wollen nicht sehen, wie ihr euer Haus machen wollt. War ich überrascht, muss ich sagen, weil ich, wenn ich Videos verfolge von irgendwelchen Leuten, denen ich halt folge, wie zum Beispiel, ich folge der Kupferfuchs und Philipp Steuer, die bauen gerade ein Haus. Ich folge der Sarah Sorceress, sagt ihr euch noch was? Wahrscheinlich nicht, oder? So ein bisschen Scene Girl von früher. Und die habe ich halt immer geliebt, weil ich ihre Haare, wie sie die gestaltet hat, geliebt hat, weil dieses Scene her, boah, ich bin da voll hängen geblieben. Ich fand das immer wunderschön. Und die kauft sich jetzt oder hat sich gerade mit ihrem Freund Tobi ein Grundstück gebaut und hat mit einem Architekten zusammen ausgearbeitet, wie ihr Haus aussehen soll. Aber es ist eher so ein modernes Haus, so ein sehr cleanes, sehr weißes und Zahnarzthaus, wisst ihr, wie ich meine? Man kommt halt rein und es ist alles sauber, es ist alles glatt, es steht nichts rum, außer vielleicht mal eine Topfpflanze und sonst nichts. Alles ist sonst weggepackt. So ein bisschen so wie Bibis Beauty Palace lebt. Habt ihr schon mal ein Video bei ihr gesehen, wie ihr Haus aussieht? Also ich finde, das ist unglaublich viel Wohnraum und das ist halt super toll. Und wenn ich es geschenkt bekommen würde, dieses Haus, dann würde ich halt auch nicht I sagen. Aber wenn ich es mir aussuchen könnte, wie ich mein Haus baue, dann würde ich es auf jeden Fall nicht so bauen, wie sie es gemacht hat. Oder wie sie es gemacht haben, beziehungsweise ich glaube, die haben das gar nicht gebaut, ne? Ich glaube, die haben das abgekauft halt von irgendwo. Und, oder haben die es gebaut? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es, um ehrlich zu sein, nicht mehr. Ich habe damals die Anfangsvideos geguckt von dem ganzen Hauskrimskrams. Und was ich dort mag, sind halt die vielen Schränke, weil ich mag es nicht, wenn sehr viele Sachen draußen so rumstehen. Aber versteht mich nicht falsch, ich habe ja gerade das Cleane kritisiert. Ich mag trotzdem, wenn man so Lebensschmuck rumstehen hat, also wenn dort mal eine Vase ist, dort sind Bücher draußen oder dort ist eine Decke über die Couch geschmissen oder ich muss mal einen Schluck trinken. Oder Bilder oder ja, mal eine Figur von irgendwas, was man gesammelt hat oder so. Sowas finde ich kann draußen rumstehen, das haben die halt gar nicht. Aber da muss man auch dazu sagen, das haben die teilweise auch, weil sie ja Vlogs machen. Und nicht wollen, dass ihre persönlichen Bilder und so gefilmt werden. Deswegen haben sie halt nur so, na, ich sag mal, nichtssagende, aber trotzdem schöne Kunst dort rumliegen und rumhängen bei sich in der Wohnung. Das ist bestimmt auch belastend, wenn ich mir das jetzt so vorstelle, wenn du halt nicht deine Liebsten irgendwo hinhängen kannst, weil du immer Angst haben musst, dass du sie aus Versehen im Vlog filmst und das dann nachbearbeiten musst oder so. Naja, wie dem auch sei. Das Auto ist fetter geworden, oder? Haben wir jetzt nicht einen fetteren Panzer als vorher? Sieht zumindest. Oder er hat vorher weiter rausgezoomt. Das kann natürlich auch sein. Und jetzt waren wir näher dran an dem Panzerfahrzeug. Oha. Aber er hat es noch nicht geschafft,
die ganzen Dinge auszurotten, ne? Boah, wie die aber auch... Gibt's denn nicht irgendein Schutzschild, was diese Säure abweisend macht oder irgendwie sowas? Also, wie so ein... Die Entenfedern oder sowas? Keine Ahnung. Ich glaube, ich würde nicht immer so nah reinfahren, sondern ich würde versuchen, genau wie er es macht, die Kleinen hier locken. Das ist das Wort, was ich gesucht habe. Weil jetzt ist er ja gleich umzingelt quasi, oder? Sind die hinten tot alle? Ah, die scheinen tot zu sein. Wir können... Ach doch, er schießt nach hinten. Ich wollte gerade sagen, wir können nicht nach hinten schießen, oder? Aber doch, können wir. Und dort unten, die eins bei dem Vorsichtsding, sind das die, die uns verfolgen? Nee, ne? Weil es sind ja jetzt schon zwei, die verfolgen. Wenn er durch den Wald fährt und das umnietet, sammelt er dann gleichzeitig Holz ein? Ist ja quasi Multitasking. Passen die Monster durch den engen Spalt durch? So kleine Monster bestimmt schon, oder? Bin fasziniert und ich muss kurz husten. Ich bin sofort wieder da. Naja, auf jeden Fall habe ich dann die Tapete im Flur abgerissen und dann habe ich im wahrscheinlich zukünftigen Wohnzimmer. Das war früher das Zimmer vom Mann des Hauses, vom Opa. Mal kurz hier ein Fensterchen wegklicken, damit ich sehe, wie lang noch ist. So. Habe ich auch noch versucht, Tapete abzureißen und die haben dort so Styropor-Holzattrappenpaneele. Kennt ihr diese Dinge? Finde ich eigentlich, sehen ganz cool aus, aber die sind halt mega arschig nervig, wenn man da einmal andippst mit einem, also Stuhl oder sowas, wenn die zum Beispiel an die Wand geklebt sind oder sowas, ditscht man da sofort so eine Ecke rein und man sieht halt das Styropor dadurch und das ist so kacke. Man kann die zwar verwenden, aber dann wahrscheinlich am besten an Stellen, wo man halt weiß, dort ditcht niemand halt hin. Niemand mit seinem Kopf, mit seinem Ellenbogen, mit irgendwas Spitzem oder so. Weil dann kannst du die Paneele einfach abmachen, weil das sieht einfach absolut arschig aus, wenn das dran lässt. Und die haben die aber quasi mit einem Kleber dieser Welt an die Wand geklebt. Und die kann ich halt nur wirklich in kleinen Bröckelbröckeln von der Wand runterschaben mit den Spachteln. Und das ist halt so nervig und auch gleichzeitig anstrengend, weil dieser Kleber, den haben sie halt auch so dick drauf getan, dass der na bestimmt einen halben Zentimeter dick ist. Den muss ich auch dann halt noch von der Wand spachteln. Und der ist aber halt so massiv und so schwer fast schon wie Zement. Na, Zement ist übertrieben. Beziehungsweise Zement wäre poriger irgendwie. Aber das ist so eine richtige komprimierte, feste Masse. Was sie da verwendet haben. Keine Ahnung, was man da verwendet. Dafür kenne ich mich halt viel zu wenig aus, ne? Naja. Und da habe ich das halt aus dem Zimmer des Opas versucht, von der Wand zu spachteln. Und die Tapete, Freunde. Oh Gott. Die löst sich halt sofort in mehrere Schichten auf, die man von der Wand zieht. Und die haben sie teilweise überlappend auch noch geklebt. Das war halt auch so super nervig. Ich habe vorher versucht, im Badezimmer, dort, wo die Badewanne hinkommt, Tapete abzureißen. Die ist aber am frischesten tapeziert gewesen, weil dort die Tochter ja vorher drin gewohnt hat. Die eigentliche Hausbesitzerin, aber die Hausbewohner waren ihre Eltern. Aber die Tochter hat das Haus besessen. Wahrscheinlich hat sie es irgendwann mal geerbt bekommen oder so. Noch zur Lebzeit der Eltern oder sowas. Ich weiß es nie, habe ich nie nachgefragt und habe ich auch nie in Frage gestellt in irgendeiner Weise. Naja, auf jeden Fall hat die das so krass hart an die Wand geklebt, beziehungsweise das ist, wie heißt das, Rigips? Dieses Zeug, was sich dort befindet. Und, oh, das ist übel satisfying, wie geschmeidig das hier gerade geht, weil er halt immer, ich weiß nicht, ob er zählt oder so, aber es sind halt immer die gleichen Abstände, weil das immer so düt, 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 so ein Automatismus war. Nein, nein, bau das ab. Oh, er baut es nicht ab, oh Gott. Das tat jetzt im Auge weh. Die Geschmeidigkeit, die vorher da war, ist jetzt gerade kaputt gegangen. Au, 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 au. Warte mal, ich muss mal gucken, kann ich die Zeit hier umdrehen? Also, okay, damit ich sehe, wie lange das Video noch geht, damit ich euch entsprechend volllabern kann. Das Ganze geht nur noch eine Minute und danach hört ihr seinen Gefasel wieder, wenn er das nächste Mal aufnimmt. Naja, und so sind wir bis jetzt so weit gekommen, dass ich versucht habe, im Untergeschoss an mehreren Stellen Tapeten abzureißen. Teilweise sehr erfolgreich, teilweise sehr unerfolgreich. Er hat dieses Badezimmer rausgerissen und
ja, kümmert sich halt aktuell sehr darum. Ich werde beim nächsten Mal, wenn wir dort sind, das wird wahrscheinlich morgen sein, ins Obergeschoss mich verfrachten, weil dort kann man, glaube ich, die Tapeten leicht abreißen. Ich will doch einfach nur irgendwelche Fortschritte sehen, verdammt nochmal. Und ich dachte, der transportiert jetzt den Käfer damit ab. Das wäre cool gewesen. Und irgendwie so ein bisschen Erfolgserlebnis haben. Und dann, wenn ich Erfolgserlebnis in einem Raum hatte, dann gehe ich wieder in so einen Arschlochraum und versuche dort abzuweichen. Apropos abweichen, mein Vater hat so ein Tapetenabweichgerät gebracht. Ich bin gespannt, ob das funktioniert. Aber, liebe Leute, ob das funktioniert oder nicht, das würde ich sagen, erfahrt ihr einfach in unserem nächsten Vlog. Und ja, bis dahin haut rein, streckt euch alle mal, genauso wie er, und wir sehen uns einfach in der nächsten Factorio-Folge oder ihr und wir uns in irgendeinem anderen Let's Play wieder oder im Vlog oder wie auch immer. Bye, bye!